Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Michels von homecinema.lu, dem Avitech Studio Luxemburg. Heute fahren wir zu einer unserer Kundenreferenzen raus, und zwar der Kunde ist Filmcutter. Kommt mit! Zur Verfügung stand uns ein Raum von 9,6 Metern Länge und 4 Meter Breite, 2,52 Meter Deckenhöhe. Die gesamte Technik und der Projektor sollte in einem separaten Raum hinter dem Kino versteckt werden. Kundenwunsch war außerdem keine sichtbaren Lautsprecher im Frontbereich und das Bild so groß wie möglich in 21:9. Mit den Raummaßen und den Kundenwünschen erstellten wir daraufhin eine 3D-Visualisierung, die wir im Anschluss Schritt für Schritt mit dem Kunden finalisierten. Wir entschieden uns dazu, eine Trennwand zu errichten und gleich den Projektor und die hinteren Lautsprecher darin zu verstecken. Im Technikraum fand ein 19-Zoll-Rack seinen Platz, der die gesamte Kinotechnik beherbergt. Wir haben hier als Vorstufe den AV8805 von Marantz, entsprechende Endstufen dazu. Wir haben hier noch einen Oppo-Player, ein Apple TV, ein Video Shield, noch einen Media Player als Zuspielung. Hier ist dann auch noch gleich eine USV eingebaut zur Spannungssicherung, ein paar Festplatten für halt Cutter-Sachen, Netzwerkverteiler. So hat alles sauber hier seinen Platz gefunden. Der Raum hat zwei Funktionen. Zum einen zum Filme schauen, aber hier ist ja wirklich die Besonderheit, der Kunde ist ja Filmcutter. Natürlich ist dann hier auch ein Regieplatz, der für den Filmschnitt vorgesehen ist. Den haben wir auf einem Podest vorgesehen. An der Front wurde eine Vorwand installiert, die die Lautsprecher verbirgt. Dahinter befinden sich drei gleiche Lautsprecher von DALI, die Opticon 6, zusätzlich die beiden Subwoofer von SVS, die SB3000. An der Wand selbst wurde dann die akustisch transparente Leinwand in 3,56 Meter Breite in 21:9 vom Hersteller Screen Excellence installiert. Das Kino ist mit einem 7.2.4 Atmos Setup ausgestattet, alles von der Marke DALI. Und zwar sind hier an den Seiten und hinten in der Decke die LCR Opticons verbaut. Zusätzlich verbirgt sich hinter diesen Stoffverblendungen natürlich noch die gesamte Verkabelung, Akustikabsorber, eine Klimaanlage ist hier auch noch in der Decke eingebaut. Wir haben rundum ein umlaufendes Deckenfries, was mit Spots und einer farbigen LED-Hinterleuchtung ausgestattet ist. Und zusätzlich hat der Kunde sich entschieden, dass auch die seitlichen Elemente hinterleuchtet werden sollen. Das Kino hat natürlich auch eine B- und Entlüftungsanlage. Auch das ist hier genau berücksichtigt worden, die genaue Position, wo muss dann sozusagen halt entsprechend reingeblasen werden, rausgesaugt, damit auch die Technik nicht zu warm wird, wurde auch im hinteren Bereich in der Technik auch noch zusätzlich eine Klimaanlage eingebaut. Das fantastische 4K-Bild in 3,56 Meter Breite wird projiziert durch den Sony VW760, ein nativer 4K-Projektor. Und wie Sie sehen, das Ergebnis ist wirklich fantastisch. Hier darf ich Ihnen mal vorstellen, also vielen Dank erstmal, dass wir überhaupt hier drehen durften. Ja, was machst du denn so beruflich? Sag mal deine besondere Mission im Bereich Kino. Ja, also ich bin hauptberuflich Filmcutter von professionellen Luxemburger Produktionen und internationalen Co-Produktionen. Das sind Fiktionen, das sind also Drama, Komödien, Actionfilme oder eben auch Dokumentarfilme, Serien oder zum Beispiel auch Werbungen mache ich eben halt auch. Und genau, da bin ich jetzt der Inhaber von der Firma Cutaway, die sich dann um die ganze materielle Besorgung von innen eben dann drum kümmert. Wie kam es jetzt dazu, dass du hier diesen Raum hier bei uns einen Auftrag gegeben hast? Als ich mein Haus in Planung gegeben habe, habe ich mir eben gedacht, da ist noch ein Raum frei, da wollte ich irgendwas machen. Entweder ein Musikzimmer oder irgendwas so. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, wieso eigentlich nicht mein Hobby, Musik und Filme halt mit meiner Arbeit verbinden, wo ja sowieso ja auch
im Filmbereich arbeite. Und ich bin auch des Öfteren gefragt worden, ob ich nicht einen Raum habe, nicht nur die Computer, sondern wirklich tatsächlich auch einen Raum habe, wo die Leute arbeiten können. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht das Ganze miteinander kombinieren, sodass wir dann auch das Ganze dann vermieten können oder ich eben dann selbst drin arbeiten kann. Ja, cool. Also du kamst ja dann zu uns, wir haben dann die Planung gemacht. Ich meine, wir waren hier damals drin in diesem leeren Raum, haben uns das mal angeschaut. Und ja, so war die Story. Wir haben halt entsprechend es visualisiert, haben es mal durchgesprochen. Und wie ist denn jetzt so generell die Nutzung? Bist du hier immer mit dabei oder vermietest du den Raum auch? Oder wie ist denn das Ganze jetzt auch vom Nutzen her, wenn hier ein Produzent kommt oder... Wie ist der Ablauf jetzt einfach mal so? Ja, es ist so, dass also der Raum wird auch vermietet. Wenn ich drin arbeite selbst, vermiete ich ihn auch, eben halt auch dann an die Produktionsfirma. Und wir sitzen dann hier zum Beispiel jetzt hier hinter uns, den Film dann zu schneiden. Und wenn wir dann zum Beispiel eine Szene fertig haben oder einen Teil des Films fertig haben oder den ganzen Film fertig haben, dann setzen wir uns hier vorne hin und dann schauen wir dann das Ganze auf der Leinwand eben halt an. Und ich muss sagen, jeder, der bis jetzt hier in den Raum reingekommen ist, ist so, wow, okay, weil tatsächlich es gibt sehr viele Schnitträume, Schnittplätze in Europa, aber es gibt sehr wenige Schnittplätze, die tatsächlich so mit einem Kinoraum in Verbindung sind, was dann wirklich der große Vorteil ist, dass man das Ganze dann auch danach sichten kann. Ja, das ist cool. Also im Prinzip, der Produzent kann hier direkt auch mit eingreifen in den Schnitt, kann das Ergebnis sehen, wieder zurück, Änderungen, Ergebnis sehen und so weiter. Und das können auch sozusagen Fremde, die das Kino sozusagen einfach mieten. Und da war auch ein wichtiger Teil, der direkt am Anfang auch kam. Es muss für jeden bedienbar sein. Also da ist auch so ein Systemcontroller dran. Und damit der der Mieter hier oder der Kunde auch entsprechend das System kinderleicht bedienen kann. Mit einem Knopfdruck, auch hier vom Sitzplatz, dass er hier einen Film startet. Also das heißt, er kann den Blu-ray starten oder halt direkt vom Schnittplatz nach vorne hier auf die Leinwand. Genau, es ist halt so, dass jetzt zum Beispiel bis jetzt, seitdem ich das Haus jetzt gebaut habe und der Kinoraum fertig ist, waren schon über 10 verschiedene Filmcutter, die hier gearbeitet haben, Leute von allen möglichen Nationalitäten, manche wirklich richtig hochkarätige Filmcutter, zum Beispiel einer, der sogar schon einen Oscar-Film geschnitten hat. Und jeder kam hier hin und konnte einfach nach einer ganz, ganz kurzen Einweisung, wo ich einfach sagte, okay, drück hier auf Editing, dann siehst du das Bild von dem Schnittplatz. Oder drück auf was auch immer, Apple TV, dann siehst du das Bild von der Apple TV. Das ist eben dann der große Vorteil. Volumen, Beleuchtung, alles ist komplett automatisch gesteuert und ist eigentlich kinderleicht zu bedienen, was natürlich sehr wichtig ist, weil ich dann, wenn der Raum gemietet ist, nicht die ganze Zeit mit dabei bin. Ja, nutzt du das Kino denn auch privat? Natürlich, wenn ich jetzt fertig bin mit Schneiden, habe ich zwar den ganzen Tag schon Filme gesehen, aber immer wieder den gleichen. Da bin ich natürlich auch manchmal froh, dann mal was Fertiges, was anderes zu sehen. Oder einen neuen Film, der rausgekommen ist auf Netflix oder so zum Beispiel, anzuschauen. Ich spiele auch PlayStation hier im Raum, darf natürlich auch nicht fehlen. Ne? Oder irgendwelche Blu-rays zu schauen. Oder auch Videos meiner Kinder. Alles haben wir schon irgendwie, Fotos meiner Kinder, alles haben wir schon eigentlich hier geschaut. Das ist natürlich dann auch zum Spaß, nicht nur für die Arbeit. Ja, vielen Dank, dass wir dieses tolle Projekt hier mal präsentieren durften. Wenn ihr auch so ein Kino haben wollt, meldet euch doch bei uns oder auf der Seite. Dort findet ihr Partner, die diese Lösung zum Beispiel auch bei euch umsetzen können.